Hi, ich bin der Christian. Ich baue jetzt eine Gartendusche und habe mir gedacht, ich werde euch einmal zeigen, wie ich das mache. Zuerst gehen wir mal zur Baustelle, wie es da überhaupt grundsätzlich ausschaut. Also, ich habe einmal alles ausgehoben, 80 tief, habe hinten einen Schacht gesetzt und habe mir eine Schalung gebaut, wo ich alles relativ ordentlich abziehen kann, dass das Gefälle zum Schacht dann passt. Ich werde jetzt da, nachdem ich alles ausgeschachtet habe und ordentlich verdichtet habe mit der Rüttelplatte, werde ich jetzt den Beton herstellen. Vorher werde ich die ganzen Eisen rein tun, die Matten. Das habe ich schon alles da. 8er Baustahlmatten und 12er Steckeisen. Ich werde das jetzt da einbringen und wenn das dann fertig ist, dann sehen wir uns wieder. Bevor wir jetzt beginnen mit dem Betonieren, müssen wir mal eine PE-Folie ausbringen. Das ist die schwarze Folie, die dient dazu, dass der Untergrund den Beton nicht zu schnell austrocknet und dann vielleicht Risse entstehen oder dass er nicht ordentlich abbindet. Also, wir werden jetzt als erster mal die PE-Folie ausbringen. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Die PE-Folie ist schon verlegt. Ich habe jetzt Betonsteine drauf, dann, damit erstens die Folie nicht wegfliegt und zweitens, damit das Baustellgitter dann nicht ganz unten ist, sondern wirklich genau in der Mitte ist. Wir werden jetzt das Eisen reinmachen, reinschneiden und dann werden wir schauen, wie wir weitermachen. So, jetzt haben wir das Eisen da reingelegt, rundherum mit den Abstandshalter, damit das ganze Eisen, was jetzt lose ist, ordentlich hält. So wie da zum Beispiel, wird das mit einem Drillapparat verdoppelt. Das ist im Grunde so ein Gerät, wo man den Draht einfädelt und dann verdrillen kann. Dann hält das Ganze. Wir werden auch diese ganzen Eisen jetzt gleich noch seitlich, weil da kommen Schalsteine rundherum, dass die Wände abgestützt werden, werden wir dann noch die 12er Eisen reinbiegen. Die liegen jetzt da vorne. Die werden wir dann senkrecht nach oben stehen lassen, damit die Fundamente bzw. das Fundament mit der Stützmauer dann ordentlich verbunden ist. Das werden wir jetzt verdrillen und dann geht es weiter. Ja, wie funktioniert jetzt das mit dem Drillapparat? Das ist der Draht, den man dazu braucht. Hat zwar so Schlaufen. Jetzt geht man her, nimmt das Eisen, geht einmal rundherum. Und wenn man jetzt anzieht, verdrillt sie das Ganze. Und dadurch wird das ganze Eisen zusammengezogen und wird dann fixiert. Das wird einfach umgebogen, fertig. Somit hält das Eisen wirklich an der Stelle, wo man es haben möchte. Ja, jetzt habe ich ja die stehenden Eisen mitgebogen. Das heißt, für die hinteren Wände, dass die auch verstärkt sind. Schaut eigentlich relativ sauber jetzt aus. Überall schon gebunden. So circa 20 bis 30 cm habe ich es hochstehen lassen. So, dann werden wir jetzt am Beton holen fahren und dann geht es ans Betonieren. Die Mischmaschine ist hergerichtet, Schaufel, Eisen alles vorhanden. Es sind ein paar Tage vergangen in der Zwischenzeit. Es hat sehr oft geregnet, darum haben wir auch nicht betonieren können. Wir werden jetzt alles vorrichten. Die Bewehrungseisen sind jetzt alle gelegt. Auch schon die Eisen für die ganzen Mauern, die dann fixiert werden. Hergelegt ist
Wasserwaage zum Abziehen, damit wir alles in der Waage abziehen können, beziehungsweise im Gefälle von 2-3%, dass alles in den Kanal reinrinnt. Jetzt werden wir noch die restlichen Vorbereitungen machen und dann werden wir betonieren gehen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere, welchen Beton das wir verwenden. Wir nehmen den Trockenbeton. Wir wollen keine Werbung machen für irgendeine Firma. Aber der ist faserverstärkt und für Fundamente eigentlich sehr gut geeignet. Ist fixfertig in Säcke, 40 Kilo. In die Mischmaschine, Wasser dazu, maximal 10 Liter. Man kann es auch ein bisschen verdünnen. Ist zwar jetzt nicht vorgesehen, aber wird kein Problem machen. Ist frostsicher, werksgemischt und fixfertig zum Verarbeiten. Jetzt geht's ans Mischen. So, jetzt ein kurzes Update. So schaut das jetzt aus einmal. Wir haben jetzt das schon abgezogen. Die Seite haben wir noch. Es ist noch reichlich Material vorhanden. Und wir werden jetzt den Rest da rein betonieren im Gefälle. Wir haben das jetzt abgezogen mit einer Latte. Beziehungsweise mit einer Richtlatte, beziehungsweise mit einer Wasserwaage. Die Eisen lassen wir nach oben stehen, damit wir die Anbindung wieder haben. Ja, wie habe ich das jetzt abgemischt? Ich habe den Beton das erste Mal 2 Sackerl in die Mischmaschine gegeben, habe das dann mit 10 Liter Wasser verdünnt, das ist die maximale Verdünnung. Es wird dann eine sehr sämige Konsistenz, das ist sehr gut verteilen lässt. Ich habe dann für unterhalb das ein bisschen dicker gemacht und oben drüber ein bisschen feiner, damit es mit dem Abziehen leichter geht. Man sieht eigentlich, dass die Oberfläche sehr sauber wird, sehr schön. Und wir werden jetzt da den Rest dann noch fertig betonieren und wenn das dann fertig ist, werden wir uns das Endergebnis anschauen. Bis dann! So, einen Haufen Säcke haben wir jetzt mittlerweile schon und die Fundamentplatte ist eigentlich soweit fertig, komplett abgezogen. Die Livia macht jetzt dann noch den Rest mit Gefälle in den Abfluss hinein, dass das dann passt. Aber grundsätzlich sind wir mit der Arbeit relativ gut zufrieden. Jetzt braucht es nur noch hart werden, bevor die Katzen drüber spazieren. Das wäre super. So, jetzt haben wir es geschafft. Die Kreuzwürden mit bin ich auch. Wie ist es geworden? Ich glaube ganz schön. Das Fundament ist super. Den Kanaldeckel haben wir schön mit Gefälle gemacht. Dass das schön einrinnt von oben. Rinnt jetzt alles da her. Kommt da rein, rinnt da weg und geht dann direkt in den Kanal. Also ich glaube, das war der volle Erfolg. Müssen wir dann noch schauen. Leider ist uns der Winter Missgeschick passiert. Ein bisschen Erden ist reingefallen. Naja, kann man nichts machen. Das werden wir dann rausholen, ein bisschen anzogen oder schon. Jetzt werden wir noch eine Folie drauf geben, dass er nicht zu schnell eintrocknet.
Und dann schauen wir, was bis morgen wird. Jedenfalls wünsche ich euch heute noch einen schönen Abend. Ciao.